Ganz still, im Universum riesengroß, unendlich weit und grenzenlos. Wart ich, wann kommt dein nächster Brief zu mir? Wo bist du und wie geht es dir? Von Planet zu Planet, wohin die Reise geht, kleiner Prinz mit Fantasie. Rettest du die Galaxie, kleiner Prinz, du bist fern, fliegst mit Fuchs von Stern zu Stern. Und du weißt, was man auch tut, und mit dem Herzen sieht man gut. Fuchs und ich reisen weiter durch die Galaxie und kümmern uns um Planeten, die von der Schlange bedroht werden. Fuchs, sieh mal da! Bitte keine Bruchlandung! Fuchs, hörst du das? Das ist Meeresrauschen. Hier gibt es irgendwo einen Ozean. Wir können schwimmen gehen. Das wird super. Naja, weißt du, Salzwasser ist nicht so mein Ding. Und dann der ganze Sand im Fell, also. Los, Fuchs, hinterher. Ich bin sicher, dass der uns zum Tor führt. Oh, oder zu einer riesengroßen Käseplatte. Bist du bereit? Was heißt bereit? Ausgehungert? Oh. Das ist ja eine riesige Maschine. So etwas habe ich noch nie gesehen. Eine umständliche Konstruktion mit all diesen Rohren und das nur für ein einziges Pflänzchen? Haben die hier keine Gießkannen? Und dann dieser ganze Krempel. Wie soll ich denn hier meinen Käse finden? Kannst du mir das mal sagen? Hä? Guten Tag, komischer kleiner Roboter. Glaubst du, ich kann ihn mal an... Nein, nicht anfassen! Bei diesem Technikkram weiß man doch nie, was passiert. Oh! Alles klar? Ah, da bist du ja! Wirst du wohl mal endlich hierher kommen? Also wirklich. Oh, das tut mir aber leid. Mein neuer Marmeladenbrot-Schmiertoaster, der gleichzeitig toastet und schmiert, hat wohl noch ein paar Macken. Wer seid ihr? Ich bin der kleine Prinz und das hier ist Fuchs. Hm. Also sowas Verrücktes habe ich ja noch nie im Leben gesehen. Ihr seid ja voller gelber und orangefarbener Haare. Ich könnte eine Maschine bauen, die ein Pullover daraus strickt. Was? Wie bitte? Kein Bedarf, vielen Dank. Haha, war ein Scherz. Ich bin Finibus vom Volk der Bastelinos. Ich bin Erfinder. Ich kann alles Mögliche herstellen, egal woraus kommt. Ich zeig's euch. Wo kommt er überhaupt her, du und dein Freund mit den orangefarbenen Haaren? Von einem kleinen Planeten, B612, weit, weit draußen in der Galaxie. Ich verfolge die Schlange. Die Schlange? Kenne ich nicht. B612 aber auch nicht. Wir Bastelinos erfinden ständig irgendwas. Und das wird dann produziert. Klaro? Sachen basteln, das ist unser Leben. Wow! Findibus, das ist wirklich ein ganz erstaunlicher Planet. Also, was mir bisher am besten gefällt, das ist ein Butterbrottoaster auf Rädern. Der ist wirklich super fuchsig. Oh.
Sag mal, Findibus, könntest du nicht etwas ganz Besonderes für meine Rose erfinden? Erzähl mir ein bisschen von ihr. Sie ist stark und zerbrechlich zugleich. Und die meiste Zeit pflegt sie ihre Blütenblätter. Ich hab da vielleicht eine Idee. Lass dich mal überraschen. Aber eins musst du mir vorher versprechen, kleiner Prinz. Ja? Also, du darfst mich nicht auslachen, so wie die anderen, wenn meine Erfindung mal nicht funktionieren. Claro? Versprochen? Versprochen. Okay. Seht mal, da kommt eine neue Erfindung zur Welt. Das ist immer ein sehr aufregender Moment. Oh, was soll das denn sein? Eine Platte für Käse? Keine Ahnung, das werden wir gleich sehen. Aber warum hat er denn seine Erfindung weggeworfen? Weil er sie nutzlos fand. So läuft das hier. Man stellt was her, probiert's aus und wenn's daneben geht, wirft man's wieder weg. Claro? Ihr erinnert mich an den Laternenanzünder. Er fragte sich nie, was er da tat. Er sagte nur, das ist nun mal die Weisung. Dein Freund, der Laternenanzünder, muss ein kluger Mann sein. Er hat recht. Seht mal da drüben. Seltsam, das sieht ja so aus, als ob sich der Boden bewegt. Ah, ist das nicht mein Stück Käse da vorne? Oh, sagt mal, kann man eigentlich auch ohne mehr seekrank werden, weil mir wird nämlich gerade ganz schwummrig. Warte, Fuchs, ich hab eine Idee. Findibus ist mit Abstand der erfindungsreichste von uns Bastelinos. Aber er ist auch der verrückteste. Passt bloß auf mit seinen Basteleien. Meistens funktionieren sie nämlich nicht wie geplant. Hey du, lass uns in Ruhe. Ich mache, was ich will. Wir brauchen wieder Roherde. Dieses komische Zeug, die Roherde. Ist das sowas wie euer Rohstoff? Ja, aus der können wir alles herstellen. Habt ihr denn davon noch genügend Vorrat? Seekrankheit ade, Fuchs. Hier ist eine super Bademassagewanne. Spring rein, Fuchs. Probier sie aus. Yippie! Das kitzelt. Weiter unten. Ja, wunderbar. Sag mal, wenn sich der Boden da bewegt, heißt das doch, dass da Wasser drunter ist. Warum sieht man es dann nicht? Komm mal mit, ich erklär's dir. Das ist perfekt. Noch ein bisschen weiter rechts. Ja, super fuchsig. Hier, kleiner Prinz. Das ist das Dorf der Bastelinos. Ah. Tag, guten Tag. Guten Tag. Hallo zusammen. Es ist noch nicht lange her, da konnte man das Meer noch sehen. Und wo ist es jetzt? Es kann doch nicht verschwunden sein. Nein, es ist inzwischen nur völlig bedeckt mit den Sachen, die wir erfinden. Und warum gehen die nicht unter? Also, der Ozean ist sehr salzig, da schwimmt alles oben. Wie schade, dass ihr alles ins Meer werft. Ich hätte so gern gebadet. Macht es dir denn gar nichts aus, dass du nicht mehr schwimmen kannst? Oder tauchen, surfen oder angeln gehen kannst? Doch, claro, aber das ist sicher bald wieder möglich. Denn wir haben den großen Erfinder. Das ist der einzige von uns, der nur Nützliches herstellt, wie zum Beispiel unsere Häuser. Der hat eine geniale Maschine erfunden, die den Ozean reinigen soll. Den Gobblebob. Den Gobblebob? Was ist das? Das ist eine Art Unterseewurm. Der kann alles, was auf dem Wasser schwimmt, verschlucken und zerstören. Dank dieser Maschine können wir mit dem Erfinden weitermachen, weitermachen und weitermachen. Das ist der Alarm! Alarm! Kinder, kommt auf! Was ist denn los? Da kommt die Welle! Wir kurbeln unsere Häuser hoch, damit sie nicht zerstört werden! Oh nein, Fuchs! Wo ist Fuchs? Er ist da drüben, in der Wanne! Fuchs! Komm zurück! Fuchs! Ich muss ihn retten! Hilfe!
Wir können das Haus nicht hochkurbeln. Die blöde Kurbel klemmt. Deinem Freund kann nichts passieren, solange er in der Badewanne bleibt. Wir müssen dieser Familie helfen. Komm hoch! Na gut, ich hole sie. Schwör ab, du nervige Mücke. Wie soll man denn bei diesem Gebrumm Mittagsschlaf halten? Da rührt sich nichts. Wir schaffen es nicht. Das Gewinde ist eingerostet. Ach, du grünes Käsefondue. Was kommt denn da für ein Monstrum? Das Schiff vom Kapitän, kleiner Prinz. Er steuert genau auf deinen Freund zu. Meine Vögel werden ihm helfen. Rettung in letzter Sekunde. Aber die Welle kommt näher. Findibus, wir schaffen es nicht zu dir hoch. Du musst dein Haus zu uns runterfahren. Runter? Aber dann wird es vielleicht von der Welle erwischt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen es versuchen. Schnell! Schnell! Wenn wir über den Steg sind, zieht Findibus sein Haus wieder hoch. Oh nein, unser Haus! Nicht traurig sein. Wir bauen uns bald ein neues. Nein, ich will kein Haus. Ich will meinen Robobär. Ich will meinen Robobär. Das verstehe ich. Dein Robobär ist dir so wichtig, weil du immer mit ihm zusammen warst. Genau wie ich mit Fuchs. Ich habe da eine Idee. Du schaffst es. Er bringt dir deinen Robobär zurück. Und er wird herausfinden, wo mein Freund Fuchs geblieben ist. Warte mal! Wie heißt du eigentlich? Willkommen an Bord, Leichtmatrose. Ich bin der Kapitän und das hier ist mein Schiff. Und ich hoffe, du magst Musik. Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen. Der eiskalte Winde, ausgeschickt. Mein Robobär! Sag mal, kleiner Prinz, du bist ja auch so eine Art Bastellino mit einem Zeichenblock. Ja, ein bisschen. Ich zeichne gern. Und? Gibt es was Neues von Fuchs? Fuchs geht es gut. Er ist auf einem Schiff gelandet. Und jetzt erzähl mir doch mal, woher diese großen Wellen kommen. Ich weiß es nicht, aber egal. Der Gobblebob wird alles regeln. Und dann haben wir wieder einen wunderbar ruhigen Ozean. Ist das der Gobblebob? Der sieht ja niedlich aus. Ja, das ist die größte Erfindung des großen Erfinders. Er putzt den Ozean, als wäre er ein Riesenstaubsauger. Naja, also wenn ich mir euren Ozean so ansehe, funktioniert dieser Staubsauger nicht besonders gut. Könntest du mich zum großen Erfinder bringen? Vielleicht kann er uns mehr über diese Riesenwellen sagen oder er weiß sogar, wie man sie abstellt. Würde ich gern, aber wir wissen nicht, wo er ist. Er ist verschwunden seit einiger Zeit. Bestraft der Wind unsere Segel mit Macht. Danke für deine tolle Hilfe, kleiner Prinz. Ich wäre von dem Monsterkahn fast zerquetscht worden. Immerhin konnte ich das Schiff von seinem Kurs ablenken. Aber verrat mir mal, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Ein komischer Flieger hat mich aufgefischt, gesteuert von einem Mädchen, glaube ich. Ich hab's gesehen, das war Lucia, die Leuchtturmwärterin. Lucia ist übrigens auch die Assistentin des großen Erfinders. Also dann müssen wir uns bei Lucia bedanken. Wo lebt sie? Sie wohnt in ihrem Leuchtturm, aber Findibus weiß das. Er ist nämlich heimlich in sie verliebt. Lucia schlägt doch immer Alarm, wenn diese großen Wellen auf unser Dorf zurollen. Schön, wir gehen zu ihr. Sie weiß sicher mehr über diese seltsamen Riesenwellen und den berühmten Gobblebob. Da rein? Also da wäre mir ja das Fliegen lieber. Und meine Massagebadewanne fehlt mir jetzt schon. Wir sind schon der Meere, so viele gezogen. Oh, und dennoch sank
unsere Fahne nicht. Kapitän, Sie kennen doch diesen Ozean schon Ihr Leben lang. Woher kommen denn diese Riesenwellen? Ich habe keine Ahnung, mein Jungchen. Aber dieser verdammte Seegang wird immer stärker und stärker. Es ist schon lange kein Vergnügen mehr, hier rumzuschippern. Das kannst du mir glauben. Kleiner Prinz. Der Gobblebob. War der wirklich so groß geplant, Findi? Findibus? Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht. Auf den Plänen hier sieht er kleiner aus. Er löst die großen Wellen aus. Der Gobblebob verursacht diesen schweren Seegang. Verdammte Sardine! Festhalten! Volle Kraft voraus! Kurs auf den Leuchtturm! Mal, wie mein Schiff aussieht. Nicht weiter schlimm, Kapitän. Wird schon repariert. Ich schaue mich gleich mal um, ob ich was Brauchbares finde. Du mit deiner Angewohnheit, immer alles aufzusammeln, das ist doch nicht normal. Fuchs? 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 Was? Ist das da der Leuchtturm? Fantastisch. Dieser Planet ist voller Überraschungen, findest du nicht? Oh, Fuchs, bist du immer noch sauer? Naja, erst lässt du mich mitten auf dem Meer allein, dann muss ich diesen Jodelkapitän ertragen und am Schluss werde ich auch noch seekrank. Ich hab dich allein gelassen? Nein, du bist doch jetzt hier bei mir, oder etwa nicht? Wenn du meinst, aber setze mich nie wieder in einer Massagebadewanne aus, versprochen. Findibus! Nein! Der Kapitän braucht meine Hilfe! So ein Unsinn! Gib zu, dass du nur zu schüchtern bist, zu Lucia zu gehen. Danke, dass du meinem Freund geholfen hast. Ich bin der kleine Prinz. Und ich bin Lucia. Es ist doch meine Aufgabe, auf Seeleute zu achten. Sogar auf die, die in einer Massagebadewanne unterwegs sind. Eine Erfindung von Findibus, den kennst du doch, oder? Findibus? Die Bastelinos sind sehr ungerecht zu ihm. Er ist ein Genie. Aber was macht ihr eigentlich hier? Du kennst doch den großen Erfinder, der den Gobblebob erfunden hat. Wir würden gern wissen, ob der Gobblebob, den wir gesehen haben, schon immer so groß gewesen ist. Ich glaube nämlich, dass der diese Riesenwellen macht, jedes Mal, wenn er sich bewegt. Ah ja, der große Erfinder. Mit dem arbeiten wir an neuen Lösungen, damit der Ozean wieder so wird wie früher. Und bald sind wir soweit. Aber, Lucia, versteh doch, es ist äußerst dringend. Diese Wellen werden bald eure Dörfer überschwemmen. Ich zeige euch mal eine Erfindung von mir, die Allesschlucker. Die räumen den ganzen Schrott aus dem Ozean, der darin rumschwimmt. Fuchs, kommst du? Wenn es sein muss. Ja. Ah! Hallo! Ist das ein Allesschlucker, dieser Elefant auf Stelzen da? Mit seinem Greifrüssel holt er sich die Sache von der Wasseroberfläche. Oh. Und das Ding auf seinem Rücken, was ist das? Ein Trennsorter. Der trennt und sortiert alle Gegenstände in ihre verschiedenen Bestandteile. Ich zeig's euch. Seht ihr, so funktioniert das. Der Allesschlucker sortiert alles für uns. Eine tolle Idee, die Materialien zu sortieren. Aber das nützt nichts, wenn ihr danach alles wieder ins Meer werft. In der Tat. Ganz zu schweigen von dem Problem mit eurem Wasserwurm und seinen Monsterwellen. Hoppla, warum ist der überhaupt so groß geworden, dieser Gobblubber-Blubber-Blubber-Blubber-Dings da? Es stimmt schon. Der Gobblebob ist in letzter Zeit ein bisschen dicker geworden. Aber können wir denn nichts dagegen unternehmen? Da kümmert sich der große Erfinder persönlich drum. Er hat sogar Fallen gebaut, um den Gobblebob einzufangen. Was, Fallen? Kann ich die mal sehen? Sag mal, Lucia, ich habe den Verdacht, dass du uns etwas verschweigst. Na gut, dann sehen wir uns jetzt erstmal diese Fallen an.
hinterlässt ein schönes Andenken an diesen Planeten. Von hier ist es nicht mehr weit bis zu den Fallen, mit denen der große Erfinder den Gobblebob fangen will. Oh nein! Die Fallen sind ja in einem furchtbaren Zustand. Anscheinend hat der große Erfinder seinen Plan aufgegeben, den Gobblebob zu fangen. Lucia? Tja, sieht so aus, als hätte er alles aufgegeben. Wir fliegen zurück. Und? Schlechte Nachrichten. Es scheint, als hätte der große Erfinder den Gobblebob aufgegeben. Oh, sei nicht traurig, hübsche Lucia. Es wird alles wieder gut. Einen Moment. Oh, danke, die sind wunderschön. Ja. Das ist ja alles ganz putzig, aber so werden wir das Problem nicht lösen. Lucia, du wusstest doch, dass der große Erfinder den Gobblebob nicht mehr fangen will, stimmt's? Aber warum hast du nichts gesagt? Weil ich wirklich dachte, dass der große Erfinder eine Lösung finden würde. Stattdessen ist er verschwunden. Ich habe ihn schon überall gesucht. Wisst ihr, was ich glaube? Dahinter steckt bestimmt die Schlange. Sie hat den großen Erfinder eingewickelt. Du hast sicher recht. Aber erstmal müssen wir rausfinden, warum der Gobblebob immer größer wird. Und dann versuchen, ihn zu reparieren. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich baue euch ein kleines U-Boot. Dann könnt ihr auf Tauchfahrt gehen. Nein, das kann doch gar nicht funktionieren. Mal von vorne. Wenn hier die Rotationsachse ist, dann verzehnfacht sich die Antriebskraft. Abzüglich der Reibung macht das doch... Ach, ich schaffe das einfach nicht. Der Gobblebob war mein Meisterwerk. Jetzt flieht er vor mir und ich kann ihn noch nicht mal aufhalten. Warum arbeitest du nicht weiter? Naja, ich höre so einen Lärm da draußen und da muss ich mal schnell nach dem Rechten sehen. Oh nein. Wenn du hier rausgehst, werden es alle erfahren. Diese Schande. Und vorbei ist es mit den schönen Medaillen. Zu Ende mit dem großen Erfinder. Schluss mit Respekt und Bewunderung. Ist es das, was du willst? Manchmal ist es fast so einfach. Die Schlange! Fass meine Lucia nicht an, du mieser Wurm!